Sand, mehr Sand, sagte schon Old Tom Morris, der Begründer des modernen Greenkeepings. Könnt ihr mal googeln, Old Tom Morris. Alter Engländer, der an den Küsten in St. Andrews die ersten wirklich guten Überlegungen zum Thema Greenkeeping angestellt hat. Und seine wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, möglichst viel Sand für einen schönen Rasen einzusetzen. Also, es geht heute um Sand, es geht heute um Sandmengen. Ihr fragt mich immer, wie viel Sand soll man denn jetzt für die verschiedenen Tätigkeiten nehmen, jetzt für das Aerifizieren, Vertikutieren, Topdressen, was sind denn die richtigen Sandmengen? Ja, und das werde ich euch heute kurz erklären. Ich werde euch auch zeigen, wie man das ausrechnen kann. Ich habe eine kleine Excel-Tabelle für euch, nein, für mich erstellt. Die könnt ihr aber auch haben, kostenlos natürlich. Eine kleine Excel-Tabelle könnt ihr euch runterladen auf unserer Homepage. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Und dann sind wir auch schon gleich wieder fertig mit dem Video. Yeah! Wenn ihr wissen wollt, welchen Sand ihr nehmen müsst, dann schaut gerne nochmal dieses Video hier an zum Thema Sand. Und ich habe noch ein zweites Video gemacht zum Thema Korngrößenverteilung im Rahmen hier meiner kleinen Wissensreihe. Ein Rasenfreak will's wissen. Könnt ihr auch nochmal reingucken. Das ist, glaube ich, dieses Video hier. Ich muss ein bisschen warten mit dem Abstand hier zwischen den beiden Einblendungen. Ja, also da guckt mal rein, dann wisst ihr genau, was ihr für einen Sand euch besorgen müsst. Aber heute geht es halt um die Sandmenge. Das ist, wie gesagt, eine ganz einfache Excel-Tabelle. Aber man kann eben bei dieser Umrechnerei in Millimeter, Zentimeter, Kubikzentimeter, Liter doch eine Menge Fehler machen. Und deswegen habe ich hier ganz oben erstmal die Umrechnungen nochmal mir aufgeschrieben. Also 100 Kubikzentimeter sind ein Liter und 1000 Liter sind ein Kubikmeter. Dreimal nachgeguckt. Okay, hier sind die verschiedenen Tätigkeiten aufgeführt. Aerifizieren, Topdressen, Vertikutieren oder wenn ihr einfach nur eure Fläche auffüllen wollt. Wie ich das jetzt zum Beispiel bei mir machen will, habe ich auch noch mit dazu genommen. Ja, fangen wir mit dem Aerifizieren an. Ihr müsst im Grunde genommen nur hier diese Zahlen eintragen. Die müsst ihr wissen. Natürlich, wie groß ist eure Rasenfläche. Wie viele Löcher pro Quadratmeter wollt ihr in eure Rasenfläche reinstechen? Wenn ihr zum Beispiel so ein Profigerät habt, so ein Toro Pro Core, dann macht der 400 Löcher pro Quadratmeter und das ist dann ein Lochabstand von genau 50 Millimeter, also 5 cm Lochabstand. Das ist so der Standard. Mein kleiner Vertidrain, der macht 330 Löcher pro Quadratmeter und der hat einen Lochabstand von 55 mm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgend so ein Handgerät nehmen wollt, müsst ihr euch ausmessen, wie ist der Lochabstand und dann könnt ihr ihn auch hier direkt eintragen. Oder ihr rechnet das eben auf die entsprechende Lochzahl um. Also ich sag mal so 300 bis 250 Löcher, so 6 cm Abstand. Ich müsste aber beim Rasenspecht, müsste ich mal den Abstand mal nachmessen. Ich weiß es gar nicht. Kann ich nochmal einblenden. Also sagen wir mal, ihr wollt, ja macht ihr nicht so viel Arbeit, ihr wollt so 200 Löcher pro Quadratmeter in den Boden reinstechen. Das sind schon 70 cm Abstand, das ist schon eine ganze Menge. Und jetzt müsst ihr doch wissen, wie tief und wie groß ist der Durchmesser eurer Spoons, eurer Hohlspoons. Besser ist es noch tatsächlich, das Loch nach dem Stechen in den Boden mal auszumessen mit dem Messschieber. Wie groß ist der Durchmesser wirklich, der dann in den Boden gestochen wurde? Und vor allen Dingen, wie tief habt ihr auch reingestochen? Ich habe jetzt mal 16 mm angenommen und nehmen wir mal 8 cm oder von mir aus so 7 cm an. Das ist so ein Standardwert, 7 cm, das machen die meisten Aerifizierer. Ja, hier habe ich dann immer den Standard eingetragen, der jetzt in schlauen Büchern zum Thema Greenkeeping drinsteht. Also der ist immer hier mit eingetragen. Und da könnt ihr euch natürlich auch dran orientieren. Die sagen so 4 bis 6 Liter pro Quadratmeter ist der Standardwert für das Aerifizieren. So, und dann rechne ich hier erstmal den Lochabstand, wie gesagt, aus
den Löchern pro Quadratmeter, dann brauche ich den Radius, um dann die Fläche auszurechnen und mit der Tiefe das Volumen auszurechnen, hier alles in Kubikzentimeter und komme dann auf Kubikzentimeter pro Quadratmeter und das sind dann umgerechnet 2,8 Liter pro Quadratmeter bei 200 Löchern und entsprechend mit diesen Spoons. Gut, und jetzt kommt der entscheidende Punkt noch. Ich habe einmal das Gesamtvolumen, das sind also 1700 Liter für natürlich die Fläche. Also jetzt habe ich hier 600 Quadratmeter, ihr habt vielleicht nur 200 Quadratmeter Rasenfläche. Also habt ihr ungefähr 560 Liter Sand pro Quadratmeter. Das sind dann 0,6 Kubikmeter. Wenn ihr jetzt Kubikmeter bestellen könnt bei eurer Sandkuhle oder bei eurem Anbieter, reichen die Kubikmeter, wenn ihr das in Gewicht in Kilogramm umrechnen wollt, dann gibt es einen Faktor, einen konstanten Faktor, der ist 1,5. Also alles, was von Sandvolumen in Sandgewicht umgerechnet wird, wird mit 1,5 multipliziert. Das heißt, ihr habt einen Liter Sand und der wiegt dann ungefähr 1,5 Kilo. Das heißt, ihr braucht für 200 Quadratmeter dann schon mal fast eine Tonne Sand. Wahnsinn. Und wenn ich jetzt nochmal hier auf den Standard, auf die 400 Löcher gehe, und sagen wir mal auf 8 cm Tiefe komme ich ungefähr auf bei 200 Quadratmeter auf 1,9 Tonnen. Und wenn ich jetzt hier den Mittelwert von 5 Litern pro Quadratmeter annehme, dann liege ich bei 1,5 Tonnen. Also das passt schon ziemlich genau. Genau, es gibt auch einen Online-Rechner von der englischen Homepage. Die Engländer, die machen ja sowas, ne? Da sind ja die Profis, da kommt das ja alles her, habe ich ja eben gesagt. Ganz, ganz wichtig, die Engländer schreiben Punkt statt dem Komma, da kann man den größten Fehler machen. Ich gehe mal ganz kurz rein. Genau, das ist die Homepage und hier könnt ihr eben auch diese entsprechenden Werte eintragen. Bisschen anders, müsst ihr euch mal genau durchlesen, kommt tatsächlich am Ende das gleiche bei raus. Guckt es euch gerne an. Okay, Topdressing habe ich hier auch reingenommen. Nehmen wir mal auch die 200 Quadratmeter und jetzt wollt ihr 1 mm. Topdressing ist ja eine ganz, ganz dünne Sandschicht. 1 mm Schichtdicke kommt ihr bei 200 Quadratmetern auf 200 Liter Sand bzw. auf 0,3 Tonnen. Und der Standard ist so ein halber Liter bis Liter pro Quadratmeter. Und wenn ihr hier natürlich auch die 1 angebt, kommt ihr auch bei, auf 0,3 Tonnen. Interessanterweise ist ein halber Liter tatsächlich auch nur 0,5 mm Schichtdicke. Das muss man sich mal so wieder auf die Zunge zergehen lassen, wie wenig Sand man eigentlich beim Topdressing auf die Fläche streut. Und das sollte man mal eben möglichst oft machen. Alle 2 bis 4 Wochen ist tatsächlich ideal. Vertikutieren macht ihr ja auch gerne. Und auch da sollte man mit Sand hinterher die Fugen, die Rillen verfugen. Oder wenn ihr vertikutiert, dann nachsäet und dann auch sanden wollt, dann sagt hier die Fachliteratur, der Standard sind so 2 bis 3 Liter. Das sind dann tatsächlich schon 2 bis 3 mm Sand, die ihr auf die Fläche kippt, um dann diese Vertikutierschlitze wieder zu füllen. Ja, und das letzte habe ich nochmal das Auffüllen. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, wie bei mir jetzt, den Mutterboden auffüllen will mit Sand, also ich habe hier so einen Unterschied gerade hier auf meiner Ostseite von 5 cm, da habe ich mal ausgerechnet, ich habe 120 Quadratmeter Fläche, da brauche ich tatsächlich 9 Tonnen Sand. 9 Tonnen Sand, das ist nicht wenig. Okay, ja, das ist schon alles, was ich euch heute hier vermitteln wollte. Eine kleine Tabelle, damit ihr in Zukunft ganz einfach eure Sandmengen ausrechnen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Gebt mir gerne einen Daumen dafür. Ja, und holt euch die Tabelle, wenn ihr mögt. Und wenn ihr das super findet, dann freue ich mich natürlich über eine kleine Spende von euch. Dankeschön. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.